So schön, mit euch unterwegs zu sein. Und ich möchte an erster Stelle erstmal sagen, etwas Persönliches, was an Jana und mich bewegt. Wir lieben euch. Wir lieben euch. Wir lieben euch, weil ihr geniale Leute seid. Geniale Leute seid, weil ihr Gemeinde nicht irgendwie nur Gemeinde lebt auf einer gewissen Art, sondern in einer Art, die eure Kraft herausfordert, eure Zeit herausfordert, eure Finanzen herausfordert. Und ihr sagt nicht Zuschauerposition, sondern ihr seid mit dabei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mit Blick auf das letzte Jahr und mit dem Blick auch um das kommende Jahr, wir lieben euch, weil wir lieben, diese Kirche mit euch zusammenzubauen. Wisst ihr, dass nur das funktioniert, wenn wir so unterwegs sind? Und wenn ich euch so anschaue, jeden Einzelnen, ich würde jetzt gerne jedem das Einzelne persönlich sagen, es macht Spaß, mit dir unterwegs zu sein. Es macht Spaß, unterwegs zu sein für das, was Gott noch vorhat. Jeder in seinen Möglichkeiten, jeder in dem Potenzial, was Gott für ihn vorgesehen hat. Und ich weiß nicht, ob ihr euch da noch erinnern könnt, als wir in diesem Augenblick zusammenkamen, letztes Jahr im März, einige Leute zu diesem Zoom-Gebetsmeeting, weil keine Gottesdienste mehr stattfinden konnten. Einige haben dann teilgenommen, da waren wir mit 50, 60 Leuten am Beten, gemeinsam beten und Gottes Angesicht zu suchen in dieser Krise, die ganz frisch unterwegs war. Jetzt sind wir schon fast ein Jahr rum und es ist schon viel passiert. Aber ich würde mal sagen, das, was uns als Gemeinde dort bewegt hat, war, dass wir gesagt haben, wir lassen uns nicht von den Umständen leiten, sondern wir lassen uns von unserem Gott leiten. Amen. Das ist nämlich eine andere Dynamik, die wir eingeschlagen haben. Krise hin oder her. Denn wir haben dann eine Taufe feiern können. Könnt ihr euch das vorstellen, dass in einer Krise, wo keine Gottesdienste stattgefunden haben, die größte Taufe ist, die wir jemals in der FCG hatten? Das war doch genial, oder? Das war unglaublich. Eine starke Botschaft stand dahinter, dass 12, 13 Täuflinge sagten, ich will mit meinem Gott durchs Leben gehen. Wir haben Open-Air-Gottesdienste veranstaltet. Wir haben uns nach den Sommerferien entschieden, nicht zwei Gottesdienste, sondern drei Gottesdienste zu machen. Ihr Lieben, das geschieht nicht, weil irgendjemand das sagt, sondern weil ihr mit uns zusammen vorwärts geht als Pastoren-Ehepaar und weil ihr zusammen mit eurer Leidenschaft euch mit eingibt. Und ich möchte an dieser Stelle einfach mal Danke sagen. Ihr Lieben, das, was ich hier sehe im letzten Jahr oder in den letzten Jahren, das ist nicht selbstverständlich. Es ist das, weil nicht jemand sagt, nun mach doch mal, sondern weil in euch etwas lebt, dass diese Kraft freisetzt, Dinge zu tun, die man sonst nicht machen würde. Danke. Danke, 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 danke. Es macht so viel Spaß, mit euch unterwegs zu sein. Und ich bin gespannt, was Gott weitere Dinge vorhat mit uns, die wir erleben werden. Wenn uns etwas verbindet, dann ist es eine Vision. Und ich weiß, viele können Visionen haben, aber es gibt nun mal diesen Bibelvers, der so stark in diese Richtung drängt, dass wir nicht einfach die Dinge so laufen lassen und sagen so, jeder, der eine Idee hat oder jeder, der eine Perspektive hat, so, dann rennt mal alle los in alle Richtungen. 150 Ideen, 200 Ideen, 200 Richtungen. Sondern wir sagen, lass uns doch mal zusammenkommen und mal überlegen, was hat Gott mit uns vor? So haben wir vor Jahren eine Vision aufs Herz gelegt bekommen, füreinander, für die Region, für Gott. Und ihr Lieben, das sind nicht irgendwie nur drei Worte, wo wir sagen, oh, die klingen nicht schlecht. Irgendwie eine schöne, sind so, irgendwie gehen die ganz gut von der Lippe. Wir haben gesagt, diese Worte stehen auf einem Fundament. Und das haben wir aus Epheser 3, Vers 18 gesagt. Wir wollen mit Gott in die Breite und die Tiefe wachsen. Ihr Lieben, in die Tiefe zu buddeln, Wie große Butler und immer mehr in die Tiefe. Es hilft nichts, wenn wir auch nicht in die Breite schauen, sich die Dinge nicht multiplizieren. Ihr Lieben, wenn man in die Breite schaut, nur auf Multiplikation, nur darauf schaut, auf das, was äußerlich ist oder das, was sich multipliziert und nicht in die Tiefe geht, ihr Lieben, das wird nichts. Das Fundament ist wackelig. So haben wir es als Gemeinde, als Aufgabe gesehen, lasst uns versuchen, immer wieder zusammenzukommen. Und dieser Visionsgottesdienst soll dazu dienen, uns immer wieder zusammenzuholen und sagen, Leute, kommt mal zusammen, kommt mal zusammen. Worum geht's denn eigentlich? Wir wollen mit Gott in die Breite, aber bitte auch in die Tiefe wachsen. Wir brauchen das. Wir brauchen die Breite, aber auch die Tiefe. Das Füreinander, das für die Region, dass es Menschen gibt, die Gott noch nicht kennen, deine Nachbarn, dein Arbeitskollege, wollen sie nicht aus dem Blickfeld verlieren. Und wir wollen Gott den ersten Platz immer, immer wieder geben, damit Wachstum gelingen kann. Ihr Lieben, das treibt uns an
Und deswegen lohnt es sich immer wieder, zu diesem Punkt zusammenzukommen. Der eine fragt sich wahrscheinlich, sag mal, alle Entscheidungen, die ihr im letzten Jahr getroffen habt, habt ihr sie denn einig getan? Alle wusstet ihr schon, dass das alles aufgehen wird? Nein! So viele Entscheidungen haben wir getroffen mit dem ja! Haben wir Fehler gemacht? Ja! Hätte man Dinge anders machen können? Ja! Aber wisst ihr, was ich gemerkt habe? Immer dann, wenn wir Gott an erste Stelle setzen, immer dann, wenn wir Gott fokussieren und seine Möglichkeiten zuerst fokussieren, dann sind die Umstände, die um uns herum herumschwirren, ob in deinem persönlichen Leben oder in der Gemeinde oder in deiner Gesellschaft oder im Arbeitsplatz, total zweitrangig. Total zweitrangig. Weil unser Gott größer ist. Er bestimmt die Umstände. Er bestimmt dein und mein Leben. Er bestimmt das Leben seiner Kirche. Wenn wir ihm immer wieder den Ehrenplatz geben in unseren Gottesdiensten, im Lobpreis, in der Predigt, indem du dir Zeit nimmst für die Dinge, die sein Leben betreffen. Hey, dann passiert etwas, was wir niemals für möglich gehalten haben. Und das verlangt von mir ganz viel Respekt von dem letzten Jahr, Dankbarkeit und Demut, mit euch zusammen unterwegs gewesen zu sein im letzten Jahr. Und ihr Lieben, es macht mich, eine positive Spannung ist in mir, eine positive Kribbeln zu sagen, mal sehen, was Gott denn da noch so für uns vorbereitet hat. Amen. Mal sehen, was Gott noch für dich, für dein Leben vorbereitet. Er ist noch nicht am Ende. Er möchte noch Dinge bewegen in deinem und meinem Leben. Und dafür sind wir doch hier. Nicht, um Kirche zu spielen, oder? Wir sind dazu da, um ihn zu feiern, weil er es ist. Er ist würdig, angebetet zu werden. Ihm gehört der erste Platz. Wir wollen wachsen mit ihm zusammen in die Breite und die Tiefe, damit sein Reich kommt, nicht unser Reich kommt. So, ich weiß, wie es dir geht, wenn du so eine Tür aufgehen siehst. Ich stehe immer wieder fest, es gibt Türen in unserem Leben, die machst du auf und auch das Leben einer Kirche, da machst du die Tür auf und denkst so, wow, da geht's so richtig ab. Da sind Dinge, die du hättest nie vorstellen können und Gott gebraucht Dinge und du merkst, wie Rückenwind in deinem Leben, in das Leben von Kirche hineinkommt und es geht richtig voran. Du machst aber auch manchmal Türen auf in unserem Leben. Wir machen Türen auf, die machst du auf. Und während du sie aufmachst, merkst du, das war ein Fehler. Und du denkst innerlich so, hätte ich die Tür bloß zugelassen? Ich wünsche dir ganz viel von diesen Türen in dem kommenden Jahr. Ganz viele Türen, die du feierst. Aber ich möchte dich auf etwas aufmerksam machen, dass Gottes Wort voller Segenstüren, ein Segensprinzipien für dich bereithält, dein Leben voranbringen sollen. Die seine Kirche voranbringen. Ihr Lieben, wenn wir diese Segensprinzipien beherzigen, werden Dinge passieren, die du sonst nicht erleben würdest, weil es sein Prinzip ist, nicht dein Prinzip ist. Seine Prinzipien geben eine neue Tür auf mit neuen Möglichkeiten, die du nicht ahnst, aber die Möglichkeiten bieten, die davor nicht waren. Und ich möchte dich einladen, heute ein weiteres Segensprinzip mit mir anzuschauen. Und das ist eigentlich eine Fortsetzung aus unserer letzten Visionspredigt, denn die letzte Visionspredigt hatte dieses Liebe Gott zum Zentrum gehabt. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzem Verstand. Und hier nochmal der Bibelvers, denn es geht nämlich weiter. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich, und darum geht es heute. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten zusammen. Ich weiß, wie es dir geht. Ich finde es total genial, wie Gott das hier so mit Jesus initiiert, dass er sagt, ey, ihr habt schon ganz schön viele Gesetze, die ihr einhalten müsst, ihr lieben Israeliten. Ganz schön tough, über 600 Gesetze, Speisevorschriften, bla bla bla. Und er sagt, ich mach's mal kurz. Zwei Dinge. Gott lieben, Menschen lieben. Gott lieben, Menschen lieben. Gott lieben, Menschen lieben. Zwei einfache Fakten. Und ihr Lieben, ich glaube, dieses Angebot von dieser Einfachheit, aber gleichzeitig Klarheit, die brauchen wir auch in dieser Zeit, weil diese Zeiten sehr komplex sind. Merkst du auch, leichte oder einfache, klare Botschaften, die treffen, die helfen. Gott macht es dir hier leicht. Versuche ihm nachzufolgen. Ich sage dir, wie es geht. Gott lieben, Menschen lieben. Gott lieben, Menschen lieben. Nichts leichter als das. Naja, ich weiß nicht, ob das so leicht ist.
gerade das Thema, was wir heute so haben. Ich möchte dich in eine Fragestellung, erste Fragestellung mit hineinnehmen. Und ich möchte uns ein bisschen näher bringen, diesen kurzen Bibelvers, den wir uns heute betrachten. Wer ist denn eigentlich mein Nächster? Spannende Frage eigentlich. Und ich versuche es mal mit diesem Staffellauf ein bisschen zu symbolisieren, was denn da stattfindet, wenn ein Staffellauf, ich weiß nicht, wer in der Schule war, musste Staffellauf durchziehen. Ein paar Leute, oh ja, einige. Fand ich es gut? Hat Spaß gemacht? Ja, also ich fand es cool, zu warten, bis der Nächste kommt. Aber lass das noch mal kurz noch mal durchspielen, das Ganze. Da ist jemand, der startet mit diesem Lauf, hat eine Staffel in der Hand und fängt an zu rennen wie ein Bescheuerter. Ja gut, er ist ja nur ein Teilläufer. Nehmen wir mal diesen 4x100 Meter Lauf. Er ist nicht für 400 Meter verantwortlich, er ist nur für 100 Meter verantwortlich. Aber in diesen 100 Metern kommt es auf ihn an. Gas geben. Laufen, 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 was das Zeug hält. Spielen wir mal die weiteren Szenerie durch. Der läuft wie bescheuert. Läuft und läuft. Was passiert beim Staffellauf? Vor ihm ist jemand, der ist schon in Startposition. Und wisst ihr, was der macht? Der macht nicht so, ist das langweilig hier. Wisst ihr, was der macht? Der hat seinen Blick nach hinten gewendet und wartet darauf, dass sein Hintermann angerannt kommt wie bescheuert und sehen will, wann er in seine Nähe kommt. Ab einem gewissen Punkt passiert nämlich dann etwas. Er springt auf, ohne Staffel, und fängt auch an, wie bescheuert loszulaufen. Und interessant, ohne mehr zurückzuschauen. Er hat nämlich seinen Zeitpunkt gewählt und rennt los. Der eine rennt ihm hinterher mit der Staffel, der andere rennt einfach los. Und nun versucht der Hintermann, ihn zu erreichen. Das Zeitmanagement muss hundertprozentig stimmen, damit die Staffel nicht ins Leere geht, sondern der Hintermann sie empfängt. Der Vordermann, der läuft. Und es gibt einen Augenblick, wo er sagt, jetzt, Hand raus und läuft weiter, läuft weiter. Und der Hintermann sieht die Hand und dann schmeißt er die Staffel in seine Hand, legt sie rein und er nimmt sie und rennt da weiter für seinen Lauf, den er zu laufen hat, und gibt Gas, bis er zum nächsten und nächsten kommt und dann die Ziellinie erreicht wird. Wisst ihr, was das Entscheidende ist in diesem Punkt? Das Entscheidende ist, dass diese Übergabe innerhalb von 30 Metern erfolgen muss. Davor oder danach werden die Leute disqualifiziert. Und jetzt sagst du, ja 30 Meter, so drei Hauslängen, das ist gar kein Problem. Nicht, wenn du Hochleistungssportler hast, die schnell laufen können. Die rennen richtig schnell, 30 Meter ist gar nichts. Das muss funktionieren, wenn dieser Punkt des Startens und des Punkt des Übergebens funktionieren soll. Da muss es 1:1 reibungslos laufen, dieser Lauf. Nur ein Stück zu spät, wo die Hand ausstreckt. Nur ein Stück das Tempo rausnehmen in diese Wechselzone hinein. Nur ein verfrühter Start. Die Hand zu spät raus. Vergiss es. Der Lauf ist Game Over. Disqualifiziert. Darf ich einen Übertrag für uns als Kirche machen? Für dein Leben? Wer ist mein Nächster, habe ich uns die Frage gestellt. Dein Nächster ist der, der vor dir läuft und der, der hinter dir läuft. Dein Nächster ist der, der vor dir läuft und der, der hinter dir läuft. Es sind Menschen, denen du auf dem Arbeitsplatz begegnest, beim Einkaufen, im Autofahren, an der Kreuzung, am Zebrastreifen. Es ist in der Kirche, mit denen du gemeinsam Worship machst, neben dem du gerade sitzt, den du einen Dienstzweig mitleitest, mit organisierst, mit unterstützt, im Begrüßungsteam draußen bist, irgendein Bistro-Team mit dabei bist. Es sind die Menschen, denen du begegnest, vorne und hinten. Und die einzige Frage, die sich hier stellt, bist du bereit, die Staffel weiterzugeben, auf deinen Vordermann ihn zu sehen, deinen Nächsten zu sehen? Bist du bereit, deinen Hintermann oder Hinterfrau zu sehen, um die Staffel in Empfang zu nehmen? Darin scheidet sich, ob ein Lauf funktioniert. An nichts anderem.
Es entscheidet sich, ob wir eine Bereitschaft haben, unseren Nächsten zu sehen, weil er vor uns läuft oder weil er hinter uns läuft und wir ihn im Blickfeld haben. Und wenn wir ihn nämlich nicht, wenn eine Kirche nicht versteht, dass wir uns in einem Staffellauf befinden, wo es Vordermenschen gibt und Hintermenschen gibt und es darum geht, diese Staffel zu übergeben und wieder zu Empfang zu nehmen, dann laufen wir nicht ins Ziel ein. Dann gehen wir leer aus. So manch einer möchte gerne einen Geheimtipp haben, um zum Sieg zu kommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du darum geht, deinen Nächsten zu lieben. Gibt es denn ein Geheimnis, den Nächsten zu lieben? Ich möchte es mal mit einem Ereignis mal beschreiben, das vor der Jahrtausendwende stattgefunden hat. Entschuldigung, wenn du jetzt danach geboren bist, muss ich ein bisschen zurückbeamen oder andere Leute fragen. Es war auf jeden Fall so, dass das US-Team, Staffelteam der Frauen, 4x100 Meter, das war ein Erfolgsteam schlechthin. 9 von 16 Goldmedaillen holten sie in dieser Zeit. Ein Wahnsinnsteam. Jedes Mal, wenn die Bahn betraten, dachten die, wow, das sind die Gewinner. Das sind die Besten der Besten. Da muss man von lernen, von diesen Leuten. Und jeder verneigte sich innerlich vor diesen Teams, die immer wieder gewonnen und gewonnen haben. So, dann kam aber ein Bruch in dieses Team. Keiner wusste so richtig, woher. In 2000 in Sydney, in 2004 in Athen und 2008 in Beijing war auf einmal so, dass da nichts mehr funktionierte. Das Team, das eins so gewonnen hat, das eins so fulminant eine Goldmedaille nach der anderen nach Hause brachte, auf einmal war nichts mehr da von dem zu sehen. Muss man sich mal fragen, woran das gelegen hat. Auf einmal hat die eine Läuferin die Staffel verloren in der Übergabe. Auf einmal haben die diesen 30-Meter-Korridor übertreten und die Staffel wurde für ungültig erklärt, disqualifiziert. Auf einmal ist der eine zu früh gestartet und hat die nicht in Empfang genommen. Was ist denn da los? Dass ein so erfolgreiches Team, das so fulminant die Dinge nach Hause gebracht hat, so souverän nach Hause wurde, auf einmal nicht mehr die Siege nach Hause bringt. Darf ich uns helfen, dass wir verstehen, woran Dinge liegen können, auch in der Kirche, dass wir nicht mehr die Siege nach Hause fahren, die Gott für dein Leben, aber auch für Gemeinde vorbereitet hat? Es kommt nämlich nicht darauf an, auf den schnellsten Läufer. Es kommt nicht auf das schnellste Team drauf an, den Sieg nach Hause zu holen. Es liegt auch nicht an den klügsten oder an der klügeren Strategie, die ein Team aufstellt, um das Ziel zu erreichen. Und übrigens liegt es auch nicht daran, weil jemand letztes Mal Sieger geworden ist, dass er jetzt wieder siegen wird. Ich weiß, in unseren Köpfen regiert solche Dinge. Wir denken immer, naja gut, lass den mal machen. Das ist hier der kann gut die Sachen organisieren oder sehr gut umsetzen. Das ist ein guter Stratege, der ist klug, der hat Finanzen. Ja, mach du mal. Wir stellen auf einmal fest, entscheidend ist es, dass in der Wechselzone die Staffel übergeben wird. Das ist das Entscheidende. Darin wird sich zeigen, ob der Staffellauf erfolgreich funktioniert. Nicht auf den Schnellsten, nicht auf den Klügsten, nicht auf der besten Strategie beruhend, sondern ob das Team funktioniert. Ob Gemeinde funktioniert, ob das Aufeinanderachten funktioniert, ob wir den Vordermann im Blickfeld haben und den Hintermann im Blickfeld, ob wir die Vorderfrau im Blickfeld haben oder die Hinterfrau im Blickfeld haben, dass wir uns nicht verlieren mit der Staffel, dass sie ins Leere fällt, dass wir nicht mehr mit dem anderen rechnen, dass wir das delegieren auf die oder jene Gruppe und sagen, ja, dann lass die mal machen. Leute, das wird nichts. Wir sind ein Team. Nur im Team ist man stark und wenn die Wechselzone, in der es darauf ankommt, aufeinander zu achten, miteinander zu reden, miteinander zu kommunizieren, miteinander das Ziel zu fokussieren, es geht nämlich nicht um den einen. Habt ihr nicht verstanden? Es geht nicht um die eine Person, es geht nicht um die eine Gruppe.
Es geht nicht um die eine Strategie, sondern es geht darum, ob das Team funktioniert. Ob das Team miteinander redet. Ob das Team das Ziel fokussiert, worum es eigentlich geht, das Ziel zu erreichen. Es gibt Menschen, die sind in Kirche unterwegs oder in ihrem Beruf oder in ihrer Familie und sie halten die Staffel fest an sich. Meine Staffel. Nein, gib sie nicht weg. Ich laufe. Du nicht, ich laufe. Was ich jetzt ein bisschen humorvoll skizziere, ist das Leidensprojekt einer Gemeinde, einer Kirche. Ist der Verlust des Ziels. Ist die Disqualifikation, das Ziel mit unserem Gott zu erreichen, wozu er dich und er mich berufen hat, den Lauf zu laufen, den du laufen sollst, den wir laufen sollen. Es geht nämlich darum, die Staffel nicht nur in der Hand zu halten, sondern sie weiterzugeben. In die Hand des Nächsten. Und übrigens, wisst ihr, was das Kennzeichen dann ist? Dann nicht zu sagen, oh, jetzt habe ich sie los. Komm in Position. Komm in Position. Schau nach hinten. Es wartet eine neue Staffel auf dich. Halte deine Hand aus. Fang an zu rennen. Renn, was das Zeug hält. Es kommt eine neue Staffel. Du hast die andere losgegeben. Aber fang an zu rennen. Es wartet eine neue Staffel. Es muss nicht übrigens immer die gleiche Staffel sein, die du trägst. Es muss nicht immer die gleiche Strategie einer Gemeinde sein. Es muss nicht immer der gleiche Dienst in einer Gemeinde sein. Es muss nicht. Wichtig ist, dass du die Staffel trägst für die Zeit, wo Gott dich hingestellt hat und dass du sie weitergibst und dass du wieder offen bist für eine neue Staffel, die Gott dir gegeben hat, damit du den Lauf laufen kannst. Denn wir sind ein Team und wollen das Ziel erreichen, das Gott vorbereitet hat. Das Gott vorbereitet hat für dich, für mich, für uns. Wie sollen wir denn eigentlich unseren Nächsten lieben? Das war ja einer der Grundfragen, wenn wir unseren Nächsten lieben sollen. Und wisst ihr was? Mit meiner begrenzten Art des Menschseins, andere zu lieben, denke ich, Jesus, was hast du da nicht ausgedacht? Ist das ein Schreibfehler? Ich weiß nicht. Ich komme dauerhaft in Begrenzung hinein, wenn ich sage, ich soll Menschen lieben und sie sollen mich lieben. Mit den ganzen Verletzungen, mit den ganzen Frustrationen, mit den Enttäuschungen des Lebens, wer kommt denn damit klar? Und dann sagst du noch, Gott liebt euch, das gibt doch das totale Chaos. Gibt es nur eine Situation, es explodiert, weil der andere auf einmal überreagiert und der andere hat das falsch verstanden und ihr kennt das alles. Das ist doch Chaos, Menschen zu lieben. Wie soll denn da Gemeinde funktionieren? Ihr Lieben, es führt alles darauf zurück, die Staffel in der Hand zu halten. Ich möchte sagen, was die Staffel ist. Die Staffel ist niemand anders als Jesus Christus. Wenn du jetzt sagst, König, Jesus ist immer die Lösung. Ja, er ist es wirklich. Er ist es wirklich. Er ist es wirklich. Eine Gemeinde, die ohne diese Staffel unterwegs ist, ihn nicht festhält, ihn nicht umklammert und nicht untereinander und ihn auch miteinander weitergibt und wieder neu empfängt, wieder neu weitergibt, Berufung wieder neu weitergibt, neue Leidenschaft unterwegs ist. Wenn wir ihn nicht bei uns haben, dann wird das nichts. Disqualifikation einer Kirche. Sie ist nämlich dann da zum Selbstzweck. Und übrigens, eine Gemeinde, die so unterwegs ist, schenkt sich selber Nebenschauplätze, wo sie dann anfangen, über Dinge zu reden, die Nonsens sind, die für diese Welt, für die wir geschaffen sind. So, ein wichtiger Indiz ist, wie sollen wir lieben, ist der Punkt, fang an, zuerst Jesus zu lieben und dann die Menschen. Hör mir gut zu. Das ist ganz wichtig. Wenn du versuchst, Menschen auf diese Art und Weise zu lieben, aus deiner eigenen Kraft, das geht nach hinten los. Du musst dich zuerst von ihm lieben lassen und von ihm dein Leben aufräumen lassen. Von ihm erneuern lassen. Und das darf auch gerne ein Prozess sein. Das kann auch gerne das ganze Leben dauern. Aber weißt du was? Du fängst an, Menschen zu lieben. Wie dich selbst.
weil du selber erneuert wirst an deinem inneren Menschen. Immer dann, wenn wir dieses Prinzip vernachlässigen, Jesus nicht in unserer Mitte halten und dieses Prinzip der Erneuerung in uns wirken lassen, wird Gemeinde oder Kirche in diesem Lauf scheitern. Sie wird aber gewinnen, sie wird zulegen, sie wird an Potenzial, an Berufung, an Auftrag, Stärke zulegen, wenn sie dieses Prinzip lebt. Liebe deinen Nächsten und liebe dazu zuerst Jesus. Stell ihn an erste Position in deinem Leben. Lass ihn an die Bereiche ran in deinem Leben, wo er noch nicht dran war. Lass Menschen in dein Leben hineinsprechen. Schaffe eine erneute Kompetenz in dir, wo du sagst, mehr Raum für ihn, damit ich mehr Raum habe, um Menschen zu lieben. Ich möchte dir eine Frage stellen zum Schluss. Wirst du deinen Lauf mit ihm in 2021 laufen und das Leben leben? Werden wir als Kirche in 2021 diesen Lauf laufen oder werden wir uns auf Nebenschauplätze aufhalten? Wenn die Frage nicht so wichtig wäre, würde ich sie vielleicht irgendwie unter anderem einordnen. Ich bin mir aber sehr wohl bewusst, dass sie eine Voraussetzung ist, damit wir unseren Lauf laufen. Und ihr Lieben, darf ich nochmal uns erinnern, es gibt eine Wechselzone, auf die es ankommt. Es gibt eine Wechselzone, wo dieses Miteinander sich beweist. Und wir werden in 2021, werden wir Herausforderungen haben als Gemeinde, wo es auf die Wechselzone drauf ankommt. Hört ihr gut zu. In dieser Wechselzone drauf ankommt, dass wir aufeinander Acht geben, die Staffel in der Hand halten und rennen, was das Zeug hält. Und die Staffel, um die Staffel dem anderen in die Hand zu geben. Den genauen Moment abzupassen. Und dann loszurennen. Und bereit zu sein, wieder neu die Hand auszustrecken für das Nächste, was Gott dir anvertraut. Nicht stehen zu bleiben. Und meine Frage ist, wo stehst du? Wo hast du es dir bequem gemacht und hast gesagt, lass die anderen mal machen? Und ihr Lieben, ich kann es nicht mehr hören, wenn Leute sagen, das sollen jetzt mal die anderen machen. Ihr lieben Leute, das ist eine Aussage, das ist Tod, der Grabstein einer Gemeinde. Jetzt habe ich aber genug gemacht, ich höre das ab und zu mal. Ihr lieben Leute, das ist zutiefst unbiblisch. Zutiefst unbiblisch. Du hast den Auftrag, deinen Lauf zu laufen, egal ob du jung oder alt bist. Lauf deinen Lauf. Nimm die Staffel in die Hand. Fang an zu rennen, was das Zeug hält. Für die Strecke, die Gott für dich vorbereitet. Und leg die Staffel in die eines Nächsten. Und dann ruh dich nicht aus, sondern sag, hier bin ich, Gott. Bereite mich vor für das Neue, was du für mich bereitet hast. Hier bin ich. Come on. Vielleicht hast du dich auf die Zuschauerposition zurückgesetzt. Oder der Satz begleitet dich, jetzt sind die Jungen mal dran. Gemeinde ist generationsübergreifend. Jung und alt. Laufen. Laufen. Jeder mit seinen Möglichkeiten, jeder mit dem Neuen, was Gott dir gibt. Aber sie laufen. Immer wenn eine Gemeinde lahmt, dann ist es das, weil Leute sich in die Zuschauerposition zurückgegeben haben, weil sie delegieren, weil sie sagen, lass mal den, der kann es vielleicht besser oder der kann das vielleicht so und so machen. Und sie delegieren und sie merken gar nicht, dass sie sich diesem Lauf entziehen, wo Gott sie zu vorbereitet hat. Mach dich doch nicht kleiner, als Gott dich gemacht hat. Es ist vielleicht nicht der Bereich, den du dir erträumt hast vielleicht. Could be. Aber ist es ein Grund, nicht zu laufen? Vielleicht gibt es jemanden, der hat einfach die Staffel fallen lassen. Ich möchte euch darum bitten, wenn ihr bei anderen seht, dass sie die Staffel Jesus fallen lassen, nehmt es nicht gleichgültig hin, sondern macht den Nächsten darauf aufmerksam, hey, du hast was fallen lassen. Es ist so wichtig. Jesus! Du brauchst Jesus! Heb sie wieder auf und renn ihm hinterher und gib ihm die Staffel und sag, lauf weiter, es lohnt sich. Du bist am Ziel, das schaffst du. Vielleicht hast du selber die Staffel fallen lassen und sie liegt vor dir
Und es ist an der Zeit, die Staffel wieder aufzunehmen, die Leidenschaft, die Gott einst in dir ganz viel Raum gehabt hat, auf einmal so eingedöst ist, so schlummrig, so wuh. Hey, könnte es sein, dass dein Geist einen neuen Wind hineinhauchen muss, damit du sagst, ich nehme diese Staffel wieder in die Hand und fange an zu laufen? Ich möchte dich einladen, jetzt bei dem Lied eine Entscheidung zu treffen. Weil die Positionierung für 2021, für dein privates Leben und auch für, wie du in Gemeinde unterwegs bist, ist maßgeblich entscheidend, wie wir den Lauf laufen. Ob wir ins Ziel kommen. Und ihr Lieben, jeden Tag wird neu entschieden. Gehen wir doch nicht davon aus, dass irgendwie alles wie eine Suppe ist, die irgendwie so passiert. Du entscheidest tagtäglich, ob du den Lauf läufst. Lass uns ihn gemeinsam laufen. Und bitte lass uns aufeinander Acht geben. Wer ist dein Nächster, der vor dir ist und der hinter dir ist? Und er läuft auch. Zähl dich mit dazu zum Team. Lass uns gemeinsam rennen, was das Zeug hält. Und diese Staffel tragen für die Zeit, wo Gott für dich vorbereitet. Deswegen lade ich dich ein, diesem Prinzip liebe Gott und liebe deinem Nächsten Raum zu geben, deinem Herzen, der diesen Lauf läufst. Und vielleicht ist jetzt an einer Entscheidung dran, dich jetzt gerade neu zu positionieren, vor der sichtbaren, vor der unsichtbaren Welt zu sagen, Gott, hier bin ich neu, ich will wieder laufen. Oder dass du sagst, ich nehme die Staffel wieder in die Hand. Ich bin bereit, durchzustarten, wenn der andere kommt. Ich behalte sie nicht für mich, die Staffel. Dann lade ich ein, es mit einem schlichten Gebet zu tun, mit diesem Lied, das wir jetzt singen, bevor wir gleich das Abendmahl feiern. Herzlich eingeladen dazu. Amen.